Liebe Geschwister, wie ihr wisst, machen wir eine Reihe hier in Braunschweig. Jedes Mal, wenn wir circa alle drei Monate hier sind, sprechen wir momentan über das Thema Fehler, die bei der Praktizierung von Muslimen gemacht werden. Fatale Fehler, gewaltige Fehler. Und ich rede nicht mit euch über eine Sache, die wir vernachlässigen dürfen. Nein, ich rede mit euch über das Gewaltigste, worüber Allah Azza wa Jal Subhanahu gesprochen hat, über das Paradies und über das Höllenfeuer. Wer das Paradies begehrt, so soll er wissen, er muss sich abmühen auf dem Wege Allahs, um diese gewaltige, endgültige Stätte zu erreichen, wo er für ewig leben wird, wo er nie wieder Kummer und Sorgen und Leid haben wird, wo er nie wieder krank werden wird, und wo er auf ewig seine Wünsche erfüllt bekommt. Für dieses Paradies musst du wirken. Allahumma rzuqna al-Jannah. Aber andersrum, für das Höllenfeuer brauchst du nichts zu tun. Du brauchst nichts zu tun für das Höllenfeuer. Du hast es garantiert. Daher denke darüber nach, o Diener Allahs, was dein Bestreben ist. Und Allah Azza wa Jal hat uns unser Ziel im Koran al-Karim vorgegeben. Und Allah Subhanahu spricht nicht über eine unwichtige Sache, nein, es entscheidet über eine Strafe im Höllenfeuer oder über die ewige Glückseligkeit im Paradies, liebe Geschwister. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدِخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Und derjenige, der dann vom Höllenfeuer entrückt bleibt, wenn es auch nur wenig ist. Und wenn er es um ein paar Zentimeter, ja sogar um ein paar Millimeter verfehlt hat. Hauptsächlich, er wird nicht hereingeworfen. Der hat, höre zu, was Allah sagt, der hat einen wahren Erfolg erzielt. Was ist das Ziel bei Allah Azza wa Jal? Was hat er uns ausgemalt? Dieses Ziel ist, dass wir uns vom Höllenfeuer entfernen. Das ist unser Ziel, kein anderes. Dass du einen Doktortitel hast, gut und schön. Dass du in deinem Schrank 3, 4 Pokale hast über, ich weiß nicht, welche Fußballmannschaft du folgst, sowieso alle erfolglos hier in dieser Gegend. Hannover bis Braunschweig. Wenn du auch ein paar Pokale im Schrank zu stehen hast, ist das dein Erfolg, o Diener Allahs? Ist dein Mercedes-Benz der Erfolg in deinem Leben? Ist der Erfolg, dass du 30 Kinder hast? Ihr wisst, in Deutschland gibt es viel Kinder hier. Ich habe gehört, in einem Land bei uns im Libanon gibt es einen Mann, der hat 56 Kinder. Manche haben sich die Mühe gemacht, schaut mal, wie ihr denken es, wie viel Kindergeld er in Deutschland kriegen würde. Subhanallah, über was sie nachdenken. Dieses alles ist vielleicht gut und schön, aber es bringt dir nicht die Errettung aus dem Höllenfeuer. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدِخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Derjenige, der sich dann vom Höllenfeuer entrückt, er bleibt entfernt vom Höllenfeuer und er geht ein in das Paradies, so hat er einen gewaltigen Erfolg erzielt. Ich möchte von euch hören, was ist der Erfolg bei Allah? Hä? Dass man wo eingeht? In das Paradies und sich von was rettet? Vom Höllenfeuer. Das ist das Ziel. Und das sollte unsere größte Bestrebung sein. Alles andere ist darunter. Wehe dir und mir, dass wir ein anderes Ziel über dieses Ziel stellen. Gibt es genug Leute, die dieses tun? Bei Allah. Es gibt sie, liebe Geschwister. Höre, wie Abu Huraira radiyallahu anhu arda seine letzten Minuten im Todesbett verbracht hat. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكى في مرضه. Es wurde überliefert, dass Abu Huraira, als er in seinem Todesbett gewesen ist und sehr krank war, viel geweint hat. فقيل له, so wurde er gefragt, ما يبكي, was lässt dich weinen, o Abu Huraira? فقال, so sagte er, أما إني لا أبكي على دنياكم هذه. Glaubt nicht, dass ich weine, weil ich gleich eure Dunya verlassen werde. Das diesseits. وَلَكِنِّي أَبْكِي عَلَى بُعْدِ سَفَرِي وَقِلَّةِ زَادِ. Sondern vielmehr weine ich, weil ich jetzt eine lange Reise anzutreten habe. Was meint er, eine Reise? In das Jenseits. وَقِلَّةِ زَادِ. Und ich habe so wenig an Proviant mitgenommen. Was meint er mit Proviant?
Wenig gute Taten. Wer sagt das? Abu Huraira radiyallahu anhu arda. Und von ihm wurde überliefert, dass er über 5000 Hadithe überliefert hat. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Er sagt, dass ich befürchte, dass ich zu wenig gute Taten habe, mit denen ich vor Allah Azza wa Jal stehen werde. لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي إلى الجنة أو إلى النار. Ich weiß nicht, wo Allah Azza wa Jal mich eingehen lässt. Ob es das Paradies ist oder ob es das Hölle ist. Wer sagte das? Abu Huraira. Radiyallahu anhu arda. Was soll ich sagen? Was haben wir für eine Ausrede, O Diener Allahs? Abu Huraira, der Schritt für Schritt hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam hinterhergelaufen ist, damit er die Wörter vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, al-Wahi, die Offenbarung, nicht verloren gehen lässt. Und er hat sie für die Umma zur Verfügung gestellt. Wann auch immer wir jetzt ein Buch aufschlagen von den Sunan-Büchern, was lesen wir an? Abi Huraira, radiyallahu anhu arda. Du solltest wissen, es geht um etwas Gewaltiges. Und heute musst du mir deine gesamte Aufmerksamkeit schenken, O Diener Allahs. Nicht nur deine Ohren, sondern vor allen Dingen dein Herz. Und höre diesen Unterricht immer wieder, wenn du merkst, dass dein Herz schwach wird, dass dein Glaube sinkt. Und wir leben in einer Zeit, wo es bei Allah sehr schwer ist, seinen Glauben aufrecht zu erhalten, standhaft zu sein, denn jeder und alles ist gegen uns. Aber wenn auch alles gegen dich ist, so darfst du niemals traurig werden, denn wer ist mit dir? Allah Azza wa Jal, und es reicht dir. Es reicht dir bei Allah, es reicht dir, dass Allah mit dir ist. Und wenn Allah mit dir ist, wer soll dich traurig machen in diesem Leben? Wer? Wer kann dich traurig machen in diesem Leben? Wenn Allah dich liebt, subhanahu wa ta'ala, und er ist mit dir, so weißt du, dass jeder Schritt von dir gesegnet ist. Auch wenn Allah dich prüft, auch wenn Allah dir das Leben schwer macht, so weißt du, es passiert nur aus einem einzigen Grund, weil Allah dich liebt, subhanahu wa ta'ala, wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Habibullah, gesagt hat, inna Allah ta'ala, iza ahabba qawman, ibtalahum. Wenn Allah ein Volk liebt, so prüft er dieses Volk. Und je härter die Prüfung, umso mehr liebt dich Allah. Je härter die Prüfung, umso mehr liebt dich Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. Oder glaubst du wirklich, dass der Weg in das Paradies ein leichter ist? Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Inna sil'ata Allahi ghaliya. Inna sil'ata Allahi al-Jannah. Die Ware Allahs ist teuer. Warum? Was ist die Ware Allahs? Die Ware Allahs ist das Paradies. Niemals. Und wir machen immer wieder den Fehler, obwohl wir das tausendmal gehört haben, dass wir denken, dass das Ziel, das Paradies, leichter zu erreichen ist, als wie wir denken. Wir denken, dass man das Paradies leicht erreichen kann. Aber bei Allah, Allah hat dir etwas anderes gesagt. Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسِ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Alif Lam Mim, glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben. Amenna. Haben wir alle gesagt Amenna? Wir haben die was gesprochen? Die Shahada. Damit haben wir bezeugt, wir glauben. Dass sie dann in Ruhe gelassen werden, sagt Allah. Glauben sie, wenn sie nur sagen, wir glauben, dass wir sie dann in Ruhe lassen. Höre, was Allah uns gegenteilig sagt. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah wird euch so prüfen, wie er diejenigen geprüft hat, die vor euch waren. So wird Allah wissen, und er weiß es am besten, subhanahu wa ta'ala, wer die Wahrhaftigen sind und wer die Lügner sind. Niemals darf ein Gedanke deinen Kopf kreuzen, ein Gedanke sich bei dir festigen, dass du nicht geprüft wirst auf dem Wege Allahs Azza wa Jal. Du wirst geprüft, und ich sage es dir von dieser Stelle, du wirst hart geprüft, und du musst bereit sein, für diesen Islam zu sterben. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Du musst bereit sein, für diesen Islam zu sterben.
Denn nach diesem Tod erwartet dich das ewige Paradies. Und wie kannst du leben, wenn du weißt, dass zwischen dir und dem Paradies nur der Tod steht? Es wird überliefert bei Al-Hakim in Al-Mustadrak, liebe Geschwister, dass Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu arda gefoltert wurde. So wie auch seine Mutter und sein Vater. Die gesamte Familie hat man gefoltert. Wer waren die Übeltäter? Die Kurashiten, die Götzendiener, die Kuffar. Wer waren die Opfer? Die Muslime. Wie wir das in der jetzigen Zeit ebenfalls sehen. Möge Allah Azza wa Jal die Muslime in ihrer Stellung erhöhen und möge Allah Azza wa Jal die Feinde Allahs erniedrigen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dieses Bild gesehen. Er war in Mekka und es war die Anfangszeit gewesen der Dawa. Und er sah, wie Ammar ibn Yasir und sein Vater Yasir gefoltert wurden. Und dann kam einer dieser Shayatin, dieser Übeltäter, und er rammte einen ganzen Speer in den Unterleib von Sumayya radiyallahu anha wa arda'a, der Mutter von Ammar ibn Yasir. Und so starb sie, die erste Märtyrerin im Islam. Ihr Name war Sumayya, nennt eure Töchter so. Lasst uns diese Märtyrerin aufrechterhalten, liebe Geschwister. Subhanallah, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, hatte er Waffen? Zu dieser Zeit hatte er Waffen? Hatte er eine Armee? Was hatte er gehabt? Nichts. Doch, er hat etwas Gewaltigeres gehabt als Waffen und als eine Armee. Er hat ihnen das Versprechen Allahs Azza wa Jal übermittelt. Er sagte zu Yasir, dem Vater von Ammar, er sagte, Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul Jannah. Geduld, o Yasir, du sollst und deine Familie Geduld zeigen. Denn euer Treffpunkt nach diesem Tod ist das Paradies. Sag es mir, o Diener Allahs, wie wirst du leben, nur glücklich bei Allah, wenn du weißt, nach deinem Tod bekommst du das Paradies. Wirst du Angst haben vor dem Tod? Wirst du Angst haben vor dem Tod? Wer möchte nicht sofort dann jetzt sterben? Sofort. Ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn du glaubst, dass du danach das Paradies bekommst. Allah Azza wa Jal hat zu Bani Israel gesprochen. Er sagte, قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Wenn ihr, o ihr Yahud, die ihr behauptet, dass ihr das Paradies bekommen werdet, ihr sagt, ihr seid die auserwählten Diener, das ist eure Meinung. Wenn ihr denkt, dass das Paradies eure endgültige Wohnstätte ist, dass ihr unmittelbar nach dem Tod das Paradies erreichen werdet, dann wünscht euch den Tod. Schaut mal, wie Allah Azza wa Jal Subhanahu diese Sache beschreibt. Weil wenn du weißt, du gehörst zu den Paradiesbewohnern, dieser Tod ist leicht für dich. Dieser Tod ist keine große Hürde für dich. Dieser Tod ist sogar für dich eine Erlösung. Möge Allah Azza wa Jal uns ein gutes Ende geben. Dann wünscht euch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Was sagt Allah Azza wa Jal weiter? وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Sie werden sich aber niemals den Tod wünschen, aufgrund der Sünden, die sie mit ihren Händen vorausgeschickt haben. Allahu Akbar. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Sollen wir denselben Zustand haben wie diese Leute? Dass wir uns nicht freuen auf den Tod? Sollen wir denselben Zustand haben wie diese Leute, die Allah Azza wa Jal nicht liebt? Was ist los mit uns, liebe Geschwister? Wir müssen ein anderes Leben führen als dieses Leben, was wir jetzt führen. Denn, und verstehe diese Wörter, und ich bitte dich, dass du sie sehr genau verstehst, du wirst niemals glücklich leben, wenn du nicht bestens auf den Tod vorbereitet bist. Niemals. Weil zwischen dir und der Glückseligkeit steht immer was? Deine Sünden. Und wegen deinen Sünden hast du deinen Tod. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'a. Derjenige, der das Treffen mit Allah azza wa jalla liebt, ersehnt, so liebt Allah azza wa jalla das Treffen mit ihm. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allah liqa'a. Und derjenige, der das Treffen mit Allah hasst, wa liyadu billah, so hasst Allah das Treffen mit ihm. So sagte Aisha radiallahu anha, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese gewaltigen Wörter gesprochen hat.
so sind sie eine Freude, eine Bushra für die Gläubigen und eine Erniedrigung für die Kuffar. Sie sagte, radiyallahu anha, ya Rasulallah, ya Nabi Allah, kulluna nakrah al-maut. Wir alle hassen den Tod. Wir alle haben Angst vor diesem Tod. Er sagte, laysa kadhalik ya Aisha. Das ist nicht, wie du es verstanden hast. Walakin al-mu'min. Aber der Gläubige, wenn ihm bei seinem Tod, das heißt der Todesengel, kommt gerade auf ihn herab. Möge Allah uns allen ein gutes Ende geben. So wird er die Botschaft bekommen, so wird ihm die Botschaft übermittelt, du wirst das Paradies bekommen. Und du wirst die Barmherzigkeit Allahs bekommen. Und Allah ist zufrieden mit dir. Nachdem er diese Wörter gehört hat, freut er sich auf die Begegnung mit Allah. Und Allah freut sich auf die Begegnung mit ihm. Was aber den Kafir anbelangt, so wird ihm die Botschaft überbracht. Allahs Strafe über dich und sein Zorn. So hasst er die Begegnung mit Allah und Allah hasst die Begegnung. Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika lahumun nar. Allah azza wa jalla sagt, diejenigen, die wegrennen vor der Begegnung mit uns, die Begegnung mit uns hassen, die uns niemals begegnen wollen. Gehörst du dazu? Und die zufrieden sind mit dieser Dunya. Allahu Akbar. Gibt es viele Leute, die wollen Allah nicht begegnen? Sie wollen lieber in dieser Dunya verweilen. Und wenn es geht, tausend und abertausend Jahre. Als ob sie Allah sagen würden, wir wollen dir niemals begegnen. Wir wollen dich nicht sehen. Du hast uns erschaffen und uns alles in dieser Welt gegeben. Und du bist derjenige, der die Allmacht über alles hat, aber wir wollen dir niemals begegnen. Wahrlich diejenigen, die es hassen, uns zu treffen und die Dunya lieben und damit zufrieden sind. Und die es begehren, in dieser Dunya zu verweilen. Und die unaufmerksam sind gegenüber unseren Zeichen, Koran und Sunna beachten sie nicht. Das sind die Leute, sie werden das Höllenfeuer zu spüren bekommen. Allahumma najjina min an-nar. Ich frage dich eine Frage. Liebst du die Begegnung mit Allah? Wenn nein, dann gehörst du zu dieser Welt. Wie kann ein Mensch die Dunya mehr lieben als Allah, wo Allah ihm im Jenseits Besseres bereitet hat als die Dunya? بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Bevorzugt ihr etwa das diesseitige Leben, welches irgendwann zu Ende geht, welches nicht den vollen Genuss in sich birgt, welches keine Vollständigkeit in sich trägt, bevorzugt ihr etwa dieses diesseitige Leben, während das Jenseits besser, höre zu, und ewiger ist? Wer wird dieses mit dem eintauschen, außer ein Jahil? Liebe Geschwister, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat ein Bittgebet gesprochen. Und wenn er ein Bittgebet gesprochen hat, so war dieses wichtig. Und dann sollten wir auch diese Bittgebete lernen. Er sagte, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. O Allah, ich suche Schutz bei dir vor der Unfähigkeit, etwas zu tun und vor der Faulheit. Und darüber wollen wir heute reden, liebe Geschwister, dass viele Leute vom geraden Weg abrücken, wieder zurückfallen, nachdem Allah sie recht geleitet hat, weil die Faulheit hat sich eingefressen in ihre Herzen, bis sie ihr Verstand betrübt hat und zum Schluss alle Körperteile davon betroffen waren. Faulheit, Al-Kasal. Al-Kasal ist eine gewaltige Krankheit. Höre, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat Schutz davor gesucht. Warum? Weil die Faulheit hält einem ab von guten Taten. Und die Sahaba radiyallahu anhum wa adhaum
und die Salaf allgemein, sie haben diese Faulheit unter der Erde begraben. Dieses Wort Faulheit haben sie aus dem Wörterbuch gestrichen. Dieses Wort hat bei ihnen nicht existiert. Sie kannten die Aussage Allahs, Udukhulu al-Jannah bima kuntum ta'malun. Betretet das Paradies für das, was ihr an Taten verrichtet habt. Wofür? Betretet das Paradies, weil ihr es euch wünscht? Nein. Höre diese Eier. Udukhulu al-Jannah bima kuntum ta'malun. Betretet das Paradies für das, was ihr getan habt. Und Allah Azzawajal sagt in einer anderen Eier, Laysa bi'amaniikum. Das Paradies ist nicht nach euren Wunschvorstellungen. Derjenige, der Schlechtes macht, so wird er dafür zur Rechenschaft gezogen. Von der einen Seite, denke niemals, dass das Paradies erreichbar ist, nur weil du es dir wünschst. Und du solltest vielmehr verstehen, dass nur durch gute Taten Allahs Barmherzigkeit dir gegenüber zuteil wird. Das musst du erstmal verstehen, o Diener Allahs. Und diese Ayah beweist klar, wie die Ulama sagen, Al-amalu salih sababun lidukhuli al-Jannah. Die gute Tat ist der Grund, warum man in das Paradies hereingeht. Was heißt der Grund? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, niemand von euch wird aufgrund seiner Taten in das Paradies hereingehen. Sie sagten, nicht einmal du, o Gesandte Allahs, nicht einmal du, er sagte, nicht einmal ich, außer dass Allah mit mir barmherzig ist. Das heißt, wenn wir auch die besten Taten verrichten, weswegen kommen wir in das Paradies? Wegen? Wegen der Barmherzigkeit Allahs. Aber um die Barmherzigkeit Allahs zu erreichen, brauchen wir was? Gute Taten. Die guten Taten. Niemals machst du genug Taten, damit sie ausreichen, dass du in das Paradies hereingehst. Und es wird in einer Überlieferung überliefert, sie enthält Schwäche vom Babul Ilm, dass man auch weiß, um was für eine Überlieferung es sich handelt, liebe Geschwister. Aber die Bedeutung ist richtig. Es gab einen Mann von Bani Israel, der hat Allah Azza wa Jal Jahrhunderte gedient und er wurde sehr alt von den früheren Völkern. Und er lebte in einem Tal, wo es keine Füttern gab. Keine versauten Filme im Internet, keine versauten Bilder, keine Hip-Hop-Musik, kein Ibo-Chibo, nichts von all dem. Diese Sachen gab es nicht. Er hat gelebt in diesem Tal und hat Allah Azza wa Jal von morgens bis abends Lobpreis und angebetet. Das war seine gesamte Hauptbeschäftigung. Eines Tages hat Allah Azza wa Jal seine Seele genommen. So sagte Allah Azza wa Jal, Udukhulu al-Jannah. So geh in das Paradies herein. Udukhul al-Jannah. Geh in das Paradies herein. Bi rahmati. Mit meiner Barmherzigkeit. Was sagte dieser Mann? Er sagte, ja Allah, ich möchte in das Paradies hereingehen, nicht wegen deiner Barmherzigkeit, sondern aufgrund meiner aufgrund meiner Taten. Hat er Taten gehabt? In der Tat, er hatte viele Taten vorzuweisen. So hat Allah Azza wa Jalla eine Waage aufstellen lassen. Und seine gesamten guten Taten wurden gewogen. Auf welcher Seite? Auf welcher Seite bei der Waage? Auf der rechten Waagschale. Und so hat Allah Azza wa Jalla nur eine einzige Gnade auf die linke Waagschale gestellt. Was? Sein Auge nicht. So fing die Waage an, sich zu bewegen und das Augenlicht überwog über alle gute Taten. So sagte Allah, rein mit ihm in das Höllenfeuer, weil er wollte es ankommen lassen. Er wollte es drauf ankommen lassen. Er sagt, nicht durch diese Barmherzigkeit von dir, ja Allah, sondern vielmehr durch meine guten Taten. Er hat verloren. Die Waage hat etwas anderes gezeigt. Dass eine Gnade, nur eine einzige Gnade, gewaltiger war als alle seine Taten. Jetzt schaut, liebe Geschwister, wie gnädig Allah Azzawajal mit uns ist. Machen wir wirklich so viele gute Taten, dass es gerechtfertigt wäre, dieses Paradies zu erreichen bei Allah. Aber Allah ist Ash-Shakur. Was ist Allah? Ash-Shakur. Was bedeutet Ash-Shakur? Der Dankbar. Subhanahu wa ta'ala. So sagte Allah Azzawajal, herein mit ihm in das Höllenfeuer. Er sagte, ja Allah, ich möchte mit deiner Barmherzigkeit in das Paradies hereingehen. Wir brauchen die guten Taten,
um überhaupt in den Genuss der Barmherzigkeit zu kommen, liebe Geschwister. Und Imam al-Dhahabi, rahimullah ta'ala, sagt, كُلُّ مَنْ لَمْ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي النَّارِ فَهُوَ مَغْرُورٌ قَدْ أَمِنَ مَكْرَ اللَّهِ. Jeder, der denkt, dass er von dem Höllenfeuer entfernt bleiben wird, dass er nicht in das Höllenfeuer hereingeworfen wird, so wurde er vom Leben getäuscht. Er denkt, dass er sich vor der Strafe Allahs schon bereits errettet hat, dass ihn die Strafe Allahs nicht erreichen wird. Und viele denken so. Es gibt Leute von uns, der sieht sich schon in Al-Jannah. Er hat schon seinen Briefkasten und er hat schon seinen Garten und er redet, als ob er die Schlüssel bekommen hat, seinen Vertrag bekommen hat und morgen einen Termin hat, in das Paradies hereinzugehen. Und der Ärmste weiß nicht, dass wir so weit entfernt von diesem Paradies sind. Liebe Geschwister, Wallahi, ich stelle dir eine Frage. Verzeih mir und versteh mich nicht falsch. Wer von euch glaubt an das Jenseits? Dass es einen Tag geben wird, an dem wir Allah treffen werden und er mit uns abrechnen wird. Wer von euch glaubt daran? Ich habe noch eine weitere Frage. Wenn wir alle daran glauben, wie wir behaupten, wo sind dann unsere guten Taten? Abu Huraira, bei Allah, hat gute Taten gemacht. Bezeugt ihr das? Und er hat so viel Angst gehabt, dass es nicht ausreicht, damit er das Paradies erreicht. Was sollen wir sagen? Was haben wir im Vergleich zu Abu Huraira gemacht? Abu Huraira war einer der gewaltigsten Sahaba und ihm wurde das Paradies in dieser Dunya verkündet. Allahu Akbar. Und trotzdem, und das war ihre Bescheidenheit der Sahaba, haben sie sich nicht im Paradies gesehen. Wir aber haben schon die Farbe von dem Haus erwählt im Paradies. Allahu Akbar. Wie können wir sagen, wir glauben an das Jenseits, aber wir machen keine guten Taten? Dann frage ich dich, was ist der Unterschied zwischen dir und Irregehenden, die überhaupt nicht an das Jenseits glauben? Was ist der Unterschied? Die einen sagen von vornherein, ich glaube nicht an das Jenseits. Du aber, du behauptest, dass du an das Jenseits glaubst. Nur die Frage ist dann an dich speziell, o Diener Allahs. Wo ist dein Beweis dafür, dass du an dieses Jenseits, wahrlich glaubst? Höre, was Sufyan al-Thawri, rahimullah ta'ala, sagte. Er sagte, لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. Wenn die Gewissheit, dass du weißt, du wirst vor Allah Azza wa Jalla stehen, يوم القيامة ist dein Termin. Wenn dieses tatsächlich verinnerlicht wäre in deinem Herzen, so wie es sein sollte, so wird dein Herz von dieser Dunya hochfliegen zu Allah, weil es die Begegnung mit ihm ersehnt und es wird wegrennen vor dem Höllenfeuer. Aber ich habe das Gefühl, dass unser Herz wohin fliegt? Richtung Höllenfeuer. Möge Allah uns alle davor bewahren. Und die Faulheit ist eine Eigenschaft der Heuchler. Du hast richtig gehört. Wer sind die übelsten Menschen bei Allah? Die Heuchler. Hört, wie Allah Azza wa Jalla sie beschreibt. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَةً. Und wenn sie aufstehen zum Gebet, eilen sie zum Gebet. Was sagt Allah Azza wa Jalla? So stehen sie nur sehr schwerfällig auf. Gerne oder ungern? Ungern. Willst du einer der Heuchler sein? وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا يُرَاءُونَ النَّاسِ. Sie wollen sich vor den Menschen zeigen, weil sie nicht richtig an Allah und den jüngsten Tag glauben. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Und sie gedenken Allahs nur sehr, sehr wenig. Und die Gelehrten sagen, das ist eine Eigenschaft der Heuchler, dass man Allah nur sehr wenig gedenkt. Wie oft sagst du La ilaha illallah?
wirft. Die Heuchler gedenken Allah nur sehr wenig. Wann gedenken sie Allah? Wenn? Wenn die Menschen bei ihnen sind. Um sich zu zeigen. Wie oft sagst du La ilaha illallah am Tag? Wie oft sagst du Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim? Wie oft sagst du Alhamdulillah? Und wie oft ist dein Tag gefüllt mit Dhikrullah? Die Heuchler, sie gedenken Allahs nur, wenn andere Menschen bei ihnen sind. Mit anderen Worten, ist niemand bei ihnen, vergessen sie Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala. Und in der Zeit vom Gesandten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, heißt es in einer Überlieferung, ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ sallallahu alaihi wa sallam رَجُلُ فَقِيلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْ ذلك رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. In der Zeit vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam wurde ihm mitgeteilt, dass es eine Person gab, der hat abends geschlafen bis zum nächsten Morgen. Das heißt, er hat was nicht gemacht? Das Gebet. Ja, Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam, es gibt einen Mann, der hat geschlafen die gesamte Nacht und er ist irgendwann spät aufgestanden. Was ist das Urteil über diese Person? Und das war in der Zeit, wo die Sunna noch zu riechen war. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, das ist eine Person, dem Shaitan in sein Ohr uriniert hat. Uriniert hat. Manche Gelehrte sagen, tatsächlich uriniert hat. Weil der Shaitan, wenn man beim Essen nicht Bismillah sagt, was macht er? Er isst mit. Richtig? Und wenn man in seine Wohnung hereinkommt und nicht Bismillah sagt, was macht der Shaitan? Er übernachtet bei dir. Das günstigste Hotel für ihn. Und wenn du dich anziehst und nicht Bismillah sagst, was macht der Shaitan? Er kleidet sich von deiner Kleidung. Und wenn du den Geschlechtsverkehr ausübst und nicht das Bittgebet sagst, was macht der Shaitan? Er hat Anteil an diesem Geschlechtsverkehr. So sagen die Gelehrten, wenn er isst und trinkt und mitmacht, so kann er auch urinieren. Und andere Gelehrte haben gesagt, das ist symbolisch, weil das Ohr steht für was? Für die Aufmerksamkeit. Weil die Aufmerksamkeit gelangt durch die Ohren. Und daher haben sie gesagt, ist das symbolisch gemeint? Wie auch immer, willst du das stehen lassen, dass Shaitan nachts in dein Ohr uriniert, weil du schlafen bleibst. Allahu Akbar. Und wisst ihr, wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, وَالْعَبْدُ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ غَارَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ. Wenn der Diener aufsteht zum Gebet, so ist der Shaitan besonders eifersüchtig auf diesen Diener. Er platzt vor Eifersucht. Warum? Weil das Gebet bei Allah die höchste Stellung hat. Allah. Stehst du auf zum Fajr-Gebet, o Diener Allahs? Wie viele Leute, Wallahi al-Azim, sind jahrelang praktizierend? Und es ist nicht nur das Fajr-Gebet, aber hauptsächlich das Fajr-Gebet, was ein Gläubiger von einem Heuchler trennt. Sie beten das Fajr-Gebet nicht zur richtigen Zeit. Shaitan hat ihre Ohren schon dafür ewig genutzt, dass er jeden Tag herein urinieren kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle bewahren. Amen. Allahu Akbar. Lasst uns hören, wie waren die Salaf? Haben sie das verinnerlicht, dass sie morgen vor Allah azza wa jalla stehen werden, dass sie Yawmul Qiyamah zur Rechenschaft gezogen werden? So fragte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam. Höre zu.
Man kana min ahli salah, du'ya min babi salah, wa man kana min ahli al-jihad, du'ya min babi al-jihad. Derjenige, der zu den Leuten des Gebetes gehört hat, der wird yawmul qiyama gerufen durch das Tor im Paradies des Gebetes. Und wer auf dem Wege Allahs gekämpft hat, so wird er gerufen durch das Tor von dieser großartigen Tat. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. Und derjenige, der unter den Fastenden war, so wird er durch ein Tor gerufen, welches الرَّيَّانِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. Und derjenige, der viel gespendet hat, so wird er durch die Tür der Spende hereingerufen in das Paradies. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ. Subhanallah. Schaut mal. Ihr Denken war so anders als unser Denken. Abu Bakr, Siddiq radiallahu anhu, er sagte, بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا. Wird jemand durch all diese Tore in das Paradies gerufen? Was haben wir erwähnt? Das Gebet und Dschihad und Fasten und Sadaqa. Wird jemand durch alle, wird jemand im Paradies durch alle Türen gerufen? Wird jemand, der das Paradies erreicht hat, durch alle Tore durchgehen, durch diese Tore der besten Taten? So sagte der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ajal wa anta huwa ya Abu Bakr. Na'am, es wird jemand durch all diese Türen gerufen und diese Person bist du, Abu Bakr. Allahu Akbar. Deswegen sagen die Gelehrten, Al-Jaza'u min jins al-amal. Du bekommst ja um al-Qiyama das, wofür du gewirkt hast. Und in einer anderen Überlieferung, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashabahu yawman ba'da salati subh. Eines Tages fragte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam seine Gefährten, Man asbaha minkum al-yawma sa'ima. Wer von euch ist heute Morgen fastend aufgestanden? قال أبو بكر أنا أبو بكر sagte إيش يا رسول الله قال فمن تبع منكم اليوم جنازة Wer von euch hat heute schon eine Janaza besucht? So sagte Abu Bakr wiederum إيش. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam weiter, فمن أطعم منكم اليوم مسكينا. Wer von euch hat heute schon einen Armen gespeist? So sagte Abu Bakr wiederum إيش. Und dann fragte er sallallahu alaihi wasallam als letzte Frage, فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا. Wer von euch hat heute schon einen Kranken besucht? So sagte Abu Bakr, ich. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, مَا اجْتَمَعْنَا فِي إِمْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Wenn diese vier Tage bei einer Person an einem Tag stattfinden, diese Taten, so geht er in das Paradies herein. Ihr habt aber einen Teil übersehen. Wann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese gesamten Fragen gefragt? Nach dem Fajr-Gebet. Da hat Abu Bakr schon all diese Taten verrichtet gehabt. Wenn er diese gesamten Taten verrichtet hat am frühen Morgen, wie viele gute Taten hat er am gesamten Tag verrichtet? Wenn der Morgen so angefangen hat, wie ist der Abend geendet? Und es wird berichtet, liebe Geschwister, لو قيل لحماد بن سلمة, wenn zu Hamad ibn Salama, einer der Tabi'in, der auch Hadith überliefert hat, wenn zu ihm gesagt worden wäre, innaka tamutu ghadan, du wirst morgen sterben, ma qadira an yazida fil amali shay'a, so wäre es nicht mehr möglich für ihn, wenn er wüsste, dass er morgen stirbt, noch eine weitere gute Tat zu verrichten, weil sein gesamter Tag war ausgefüllt mit guten Taten. Allahu Akbar. Wenn diese Leute uns sagen, dass sie an das Jenseits richtig glauben, so glauben wir ihnen. Was uns aber anbelangt, wo ist unser Glaube an das Jenseits? Was fühlen wir in unseren Herzen, wenn wir hören, dass diese Leute die besten Taten gemacht haben? O Diener Allahs. Denn ein Gläubiger, er geht von einer guten Tat zur nächsten, weil er nicht weiß, ob die vorherige Tat angenommen wurde.
Und ein Unaufmerksamer schaut eine Serie nach der anderen, weil er weiß nicht, was er verpasst hat. Allah. Viele Geschwister sind von Allah Azza wa Jalla walhamdulillah recht geleitet worden. Und so hast du gesehen, dass sie am Anfang tatsächlich viele gute Taten gemacht hat. Was ist aber passiert mit der Zeit? Ihr Yaqin, ihre Gewissheit an diesem Tag hat abgenommen oder zugenommen? Abgenommen. Warum? Wer sagt mir warum? Warum hat ihr Yaqin abgenommen, ihre Gewissheit? Nein. Dunya. Dunya, barakallahu fik. Ein Wort, Dunya. Mehr braucht man nicht zu erwähnen. Jetzt siehst du, die praktizierenden Geschwister, äußerlich hat sich nichts geändert, richtig? Äußerlich, sie haben alhamdulillah einen Bart und was eine Sunna-Hose. Und ein Siwak, der sticht ins Auge rein, so lang. Das ist alles geblieben. Das Äußere ist geblieben und die Gewissheit ist verschwunden. Als ob das Äußere nicht zur Gewissheit gehört und als ob die Taten nicht zur Gewissheit gehören. Verschwunden. Und manche betrügen sich. Ich werde irgendwann mal die Hijra machen. Du hörst jetzt von vielen Geschwistern. Ich werde die Hijra machen und dann lege ich wirklich los. Dann ich tanke jetzt Kraft für die Hijra. Seht ihr, wie Shaitan einen betrügt? Ich habe damals mit einem Taxifahrer geredet. Er sagte zu mir, ich arbeite jetzt so viel, dass ich mir irgendwann die Hijra finanzieren kann. Und tatsächlich, der hat so viel gearbeitet, bis sein Iman im Keller war. Ich denke, wenn ihr lacht, dann habt ihr mich verstanden. So kommt Shaitan. Er sagt ihm, para, para, Fluss, Fluss, Arane, Arane. Sammel sie, dann kannst du irgendwann die Hijra machen. Aber dieser Shaitan hat ihm was verschwiegen. Irgendwann wirst du so einen schwachen Iman haben, dass du gar nicht mehr die Hijra vollziehen willst. Und er sagte, ich habe keine Lust mehr. Das ist die Sache, liebe Geschwister. So betrübt und Shaitan. Du fängst irgendwann, du gehst irgendwann in ein anderes Land, dann kannst du richtig anfangen. Du meldest dich irgendwann in Medina oder in einer anderen Stadt, in der Uni ein, du meldest dich an und dann kannst du richtig loslegen. Wer heute nicht anfängt, wird morgen auch nichts tun. Wisse das. Denn wer sein Yaqin im Herzen trägt, seine Gewissheit, höre, was Hamad ibn Salama gemacht hat, wenn er wüsste, dass er morgen stirbt, so könnte er keine neue gute Tat hinzufügen aufgrund der Fülle von den Taten, die er begangen hat. Keine einzige gute Tat könnte er noch weiter hinzufügen. Lass uns von Abu Bakr und lass uns von Hamad ibn Salama eine Frage nur an uns. Was machen wir den gesamten Tag? Ich sage es euch, wir waren bei dem Bad und der Sonnenhose. Und dem Siwa. Wir kennen alle Restaurants, aber wir kennen nicht die wichtigen Bücher, die uns das Wissen lehren. Wir kennen alle Filme und Nasheeds, aber wir können nichts vom Koran. Wir kennen alle Nachrichten. Aber wir wissen so gar nichts, liebe Geschwister, was in diesem edlen Koran drinsteht. Facebook, wir können es bedienen von oben bis unten. Und wir bleiben wach bis 3-4 Uhr morgens. Aber wir vergessen Qiyam al-Layl zu beten, wo Allah Azza wa Jal eine Zeit für seine Diener bestimmt hat, wo er subhanahu wa ta'ala in einer heiligen Überlieferung sagt, Hal min da'in fa'astajiba lah. Gibt es jemanden, der mich um etwas bittet,
so dass ich ihm diese Bitte erfüllen kann. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lah? Gibt es jemanden, der mich nur um Vergebung bitten möchte, der mir nur sagt, ja Allah, vergib mir, so dass ich ihm sofort vergeben kann? Allah fragt, gibt es jemanden? Du sagst, ja, aber ich gehöre nicht dazu. Facebook. Er muss zeigen, was er gegessen hat. Und manche zeigen auch, nachdem sie es gegessen haben, wie es aussieht. Und sie finden ihre Zuhörer und Anhänger. Sa? Finden sie sie? Ja, sie finden sie. Was denkt ihr? Dieses Programm wurde von Yahud erschaffen. Warum? Facebook hat nur einen einzigen Sinn: zu kommentieren. Jahl zu verbreiten. Jahl. Jeder kann schreiben, jeder kann reden, jeder kann tun, was er will. Diejenigen, die gefragt werden müssten, sind nicht so viele darin, wie diejenigen, die nicht gefragt werden dürfen. Fotografier Klopapier und tu das Bild bei Facebook rein, du wirst sehen, dass die Leute das kommentieren. Und du Ärmster, bist von morgens bis abends in Facebook. Wallahi, ein Bruder hat mir gesagt, sogar ein Bruder in Medina, obwohl er in Medina studiert, der war die gesamte Zeit während der Vorlesung von dem Sheikh in Facebook. Sucht. Die Sucht hat diese Leute erfasst. Der geht rein. Was hat der geschrieben? Kommentar auf Kommentar. Kommentar über Kommentar. Rad auf Rad. Und er liest den ganzen Tag. Und er denkt, dass er etwas geschaffen hat, aber er war nur Spielzeug vom Shaitan. Dieser hat es geschafft, ihn abzulenken von dem Wesentlichen. Abul Bara, warum hast du Facebook? Wallahi, ihr wisst, ich bin ein Gegner von Facebook. Ich habe diese Seite nicht gemacht. Ich habe bei Allah diese Seite nicht gemacht. Und ihr kennt meine Unterrichte und ich habe immer davor gewarnt und ich warne immer noch. Und geht auch nicht auf meine Seite. Ich warne euch immer noch. Nein, sondern lernt vielmehr den Koran. Beschäftigt euch mit dem Koran. Beschäftigt euch mit den nützlichen Unterrichten. Denn Facebook ist eine Fitna, wallahi al-azim, eine Fitna. Kennt ihr Leute, die süchtig sind? Das heißt, ich rede nicht mit unwissenden Leuten, sondern ich rede mit Leuten, die genau wissen, was hier passiert ist. Diese Leute haben die Sunnahhose an, haben den Bart, aber sie lachen viel am Tag. Sie gucken mehr Videos, die lustig sind. Er guckt, der lacht den ganzen Tag. Einer rutscht über eine Banane, der andere verschluckt sich an der Banane und der lacht sich tot. Es gibt Leute, die machen im Kamera. Sind unsere Geschwister nicht mit solchen Videos beschäftigt? Und hier siehst du, sie haben gar nicht verstanden, was es bedeutet, morgen vor Allah zu stehen. Eine Frage an euch, liebe Geschwister. Werden wir, wenn wir vor Allah stehen, jede Minute bereuen, wo wir nicht für Allah gewirkt haben? Bei Allah, wir werden sie bereuen. Und mit gewirkt haben meine ich nicht nur, dass es Gebet sein muss oder Fasten sein muss oder Sadaqa sein muss. Nein, wenn du auch Dinge, die halal sind, gemacht hast, weil du dieses von Allah erlaubt bekommen hast, so wirst du belohnt dafür. Ich meine auch diese Dinge. Aber willst du mir erzählen, dass für ein Lachvideo Hasanat zur Verfügung steht? Und dieses viele Lachen tötet das. Tötet das Herz. Und so viele Geschwister haben ein totes Herz. Durch Serien, durch das viele Lachen, durch Qila und Qal, dass sie viel reden und nichts Produktives dabei herauskommt. Und zum Schluss durch ihre Langeweile und weil sie nichts zu tun haben und weil der Jahl sich immer mehr verbreitet, ihre Unwissenheit, fangen sie sogar mit einer üblen Sache an, über Leute zu lästern und über sie zu urteilen. Passiert? Der ist Kafir, der ist Mubtadi, der ist irregehend, der ist. Und was bist du? Anna Mu'min. Sagt, ich bin Gläubiger. Und Allah sagt, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. So erklärt euch nicht selbst für rein. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى. Er weiß am besten Bescheid, Allah, wer gottesfürchtig ist. Wirst du dich selber loben, nachdem Allah dir gesagt hat, wehe dir, dass du dich selber lobst. Subhanallah. So sind wir immer mehr abgeirrt. Die Gewissheit, dass wir morgen vor Allah stehen, ist immer schwächer, schwächer, schwächer geworden, bis wir uns jetzt, und das ist die Endstufe, kurz davor alles zu lassen in der Religion, möge Allah uns davor bewahren. Wir befinden uns jetzt vielleicht sogar in der Endstufe. Ich habe nun mal diesen Zustand erreicht. Er ist zufrieden mit seiner Situation. Das ist so, als ob er zum Arzt geht und sagt, wie sieht mein Gesundheitszustand aus, oh Herr Doktor? So sagt der Doktor, du wirst in Kürze sterben. Er sagt, wie lange noch? Wie viele Tage habe ich noch zu leben? Er fragt nicht, was ich tun kann, um diesem entgegenzuwirken. Er fragt nur noch, wie lange? Lasst uns Lösungen finden gegen diese Faulheit, liebe Geschwister. Möge Allah Azzawajal diese Faulheit aus unseren Herzen herausnehmen. Erstmal, dass du den Tod gedenkst. Höre, was Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sagte. Man akthara min dhikri al-maut ukrima bi thalathati ashya. Derjenige, der den Tod oft erwähnt, viel erwähnt, ihn nicht vernachlässigt, so wird er drei Dinge bekommen. Ta'jilu tauba. Er wird sich beeilen mit der Reue. Wenn du wüsstest, dass du heute um 22 Uhr stirbst, was würdest du als erstes machen? Tauba. Aber weil wir wissen, dass wir nicht sterben, machen wir Tauba? Ta'jilu tauba. Er wird sich schnell beeilen, bei Allah Azzawajal zu bereuen. Die zweite, wa qana'atil qalb. Was wird steigen? Seine Gewissheit. Du weißt, wenn um 22 Uhr der Tod bei dir einsetzt, ich habe vieles wieder gut zu machen. Wa nashatil ibadah. Und er wird dann tatsächlich was machen? Gute Taten. Wenn du wüsstest, dass du um 22 Uhr stirbst, welche Tat würdest du machen? Der hübsche Mann. Welche Tat würdest du machen? Nein. Taube haben wir erklärt. Was noch? Bitte? Bitte. Richtig. Hä? Was noch? Faste. Was noch? Spende. Aber Fenerbahce spielt heute. Jim Bum Bum. Auf einmal hat er kein Interesse mehr an der Dunya. Das ist Hakikatul Maut. Das ist die Wahrheit über den Tod. Dass auf einmal die gesamte Dunya in einer Millisekunde wegfliegt. Frag eine Person, wenn er auch 140 Jahre gelebt hat, kurz vor dem Tod, was ihm so einfällt aus seinem Leben. Er ist nicht in der Lage, dir nur 3-4 Situationen zu nennen. Und er hat 440 Jahre gelebt. Und das soll dein Leben sein. Dafür verkaufst du dein Paradies, oh du armer Diener. Derjenige, der den Tod häufig erwähnt, so wird er drei Sachen bekommen. Was haben wir gesagt? Awalan, er wird schnell bereuen. Zweitens, sein Yaqin wird steigen, seine Gewissheit. Und drittens, er wird viele gute Taten machen. Subhanallah. Subhanallah. Und der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, als er gefragt wurde, ayyul mu'minina akyas, wer sind die Gläubigen, die am vernünftigsten, am schlausten denken, qala aktharuhum lil mauti dhikra, das sind diejenigen, die am meisten über was nachdenken? Über den Tod. Wa ahsanuhum lahu istidadan, und die sich am besten auf den Tod vorbereiten. Wer hat dir das erzählt? Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt,
Warum sündigen wir so viel? Warum sind wir so nachlässig? Warum lachen wir den ganzen Tag? Warum essen wir den ganzen Tag? Warum schieben wir die guten Taten auf? Höre, was Sa'id ibn Jubair, radiyallahu anhu wa rahimullah ta'ala, einer der Tabi'in gesagt hat. Er sagte, لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. Allahu Akbar. Wenn ich wüsste, dass mein Herz nur einen Moment unaufmerksam ist gegenüber dem Gedenken an den Tod, so weiß ich, dass mein Herz verdorben ist. Warum machen wir keine guten Taten? Weil der Tod nah bei uns ist oder weit? Weit. Wer denkt von uns heute über den Tod nach? Außer wir würden hören, heute ist der und der gestorben, den wir kennen. Dann würdest du wieder sagen, ja, ja. Die Salaf sind zu den Friedhöfen gegangen und sie haben den Tod gedacht. Was uns anbelangt, so haben wir diese Sache gelassen. Seien wir ehrlich, wer geht von uns zu den Friedhöfen und denkt über den Tod nach? Na komm schon, Abu Bala, das ist doch keine Action. Dann zeige mir deine Action kurz vor dem Tod. Wir werden dann nochmal über deine Action sprechen. Sogar Action Jackson, wenn du willst. Keine Action, sagt er. Allahu Akbar. Weißt du jetzt, warum dein Herz krank ist? Weil wir vergessen haben, über den Tod nachzudenken. Liebe Geschwister, subhanallah, guckt mal, die Kuffar, in welcher Richtung sie agieren, was sie alles tun, um das Üble auf dieser Welt zu verbreiten. Wo sind wir vom Guten? Wenn wir diesen Eifer hätten, den die Kuffar haben, um das Gute, um das Schlechte zu etablieren, subhanallah, wenn wir dieses Eifer hätten für das Gute, wo wären wir, oh liebe Geschwister? Subhanallah. Ein weiterer Punkt, dass wir unsere Faulheit bekämpfen, ist, dass du dein Nafs, deine Seele dazu zwingst, ja, du hast richtig gehört, zwingst, gute Taten zu machen. Dass man mich klar versteht, liebe Geschwister. Natürlich, dass du eine gute Tat nach der anderen machen kannst, ist optimal. Aber das ist nicht der Zustand von uns. Denn manchmal ist unser Iman was? Stark und manchmal ist er schwach. Und unser Nafs, unsere Seele muss erzogen werden. Allah Azza wa Jalla sagt, وَإِنَّ النَّفْسْ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوء. Und wahrlich, die Seele, sie gebietet einem das Schlechte. Das heißt, Al-Asl von An-Nafs, von der Seele ist, dass sie dir das Schlechte gebietet. Was ist deine Aufgabe? Diese Seele zu erziehen. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Und derjenige, höre zu, und derjenige, der das Stehen vor Allah Yawmul Qiyamah fürchtet. Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Und er zügelt seine Seele. Was heißt, er zügelt seine Seele? Lässt er sie alles machen? Wenn du deine Seele alles machen lässt, was sie tun möchte, so wird sie in die Irre gehen und dich mit in die Irre ziehen. Was aber den anbelangt, der das Fürchten vor Allah fürchtet und er zügelt seine Seele, er lässt seine Seele nicht alles machen, er ist der Herr über seine Seele, nicht umgekehrt, so wird er das Paradies bekommen. Was hat Allah Azza wa Jalla hier erwähnt? Dass wir die Seele zügeln sollen. Wie zügeln wir die Seele? Nochmal. Unser Iman steigt manchmal und manchmal sinkt er. Aber es gibt Leute von uns, der will 1000 Taten am Tag machen. Ich möchte am Tag 20 Juz auswendig lernen. Ja, 20 Juz sind 400 Seiten. Und ich möchte das. Ansonsten redet er nicht mit dir über gute Taten. Frage, schafft er es? Er schafft das nicht. Was hätte er lieber machen sollen? Lieber wenig, aber beständig. Lieber wenig, aber beständig. So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dieses gesagt hat, liebe Geschwister, als er gefragt wurde von Aisha radiallahu anha wa ardaha, أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ Welche Taten liebt Allah عز وجل am meisten؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل. Es sind die Taten, die beständig sind, wenn sie auch
wenigsten. Einer sagt dir, ach, deine 50 Cent Spende, geh und schäm dich. Wenn ich spende, spende ich 1000 Euro. Siehst du jemals diese 1000 Euro von ihm? Wer ist besser, der jetzt 50 Cent gespendet hat, es tatsächlich ausgeführt hat, oder der, der von 1000 Euro träumt, diese zu spenden, die er nie spenden wird? Wer ist besser? Wer die 50 Cent oder sogar 20 Cent oder 10 Cent am Tag spendet, wenn du auch nicht so viele gute Taten oder so gewaltige Taten am Tag machen kannst, dann mach was? Kleine Taten, aber beständig. Ich kann nicht 1000 Mal La ilaha illallah am Tag sagen, aber ich kann 10 Mal. Dann sage 10 Mal. Hauptsache, du tust etwas. Und dein Nefs gewöhnt sich an eine Sache, die du jeden Tag machst. Und je mehr du an guten Taten machst, umso weniger Zeit hast du für Sünden. Wer 12 Sunnan am Tag betet, liebe Geschwister, oder 14 Sunnan nach der besseren Art und Weise, und seine 5 Gebete versucht, in der Moschee zu beten, wenn er auch arbeitet, dass er mindestens so viel wie möglich am Tag in der Moschee beten kann, und wer 100 Mal am Tag La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, und wer am Tage, höre zu, wer am Tage versucht, immer 10 oder 20 oder 30 oder 50 Cent zu spenden, und wer versucht am Tag 10 Seiten oder 50 oder 100 Seiten vom Koran zu lesen, je nachdem wie Allah es ihm leicht gemacht hat, wann hat er Zeit zum Sündigen? Wann? Aber 2 Stunden vor dem Fernseher, 100 Sünden mitgenommen. Nee, Achi, ich guck da weg, wenn ich da so eine halbnackte Frau sehe. Mashallah, Alek. Dieses Spielchen kannst du mit Shaitan spielen, aber nicht mit uns. 3 Stunden in Facebook, Allahu Alam, wie viele Sünden, wie viele Fatwas er gegeben hat, ohne Wissen. Und 4 Stunden Sohbet, Baklawa, 10 Kilo, 50 Leute. Und so kommt eins nach dem anderen. Wie viele Sünden hat er erreicht an diesem Tag? Mehrere hundert. Hätte er das Gute getan, so wäre er glückseliger gewesen und ruhiger und zufriedener, und er würde sich auf beste Art und Weise auf den Tod vorbereiten. Liebe Geschwister, subhanallah, wie erziehe ich meine Seele? Es ist an, wenn du am Montag oder am Donnerstag, und an diesen Tagen ist es Sunnah, was zu fasten. Du merkst, das Wetter ist schön. Nach was schreit deine Seele? Hä? Nach was schreit deine Seele? Nach etwas Kühlem zu trinken. Und ihr kennt die Getränke, die schon schwitzen, wo man schon seinen Namen reinschreiben kann. Kühl, lecker, genussvoll. Du sagst, oh du Seele, heute kriegst du nichts zu trinken, heute fastest du. Wer hat gewonnen, du oder deine Seele? Du. Deine Seele möchte eine Serie im Fernsehen schauen. Oh, die Serien sind viele. Bollywood. Bachelor. Und was sagen wir? Deutschland sucht den? Himar. Dieses musst du unterlassen stattdessen, um das stattdessen sollst du lieber was lesen, den Koran oder einen islamischen Vers hören. Deine Seele möchte schlafen in der Nacht. Du sagst, jetzt stehen wir auf und wir beten Allah Azza wa Jalla in einer Zeit an, wo alle schlafen. Und wir möchten die Vergebung Allahs. Deswegen sind wir aufgestanden. Die, die schlafen wollen, sollen schlafen. Aber wer die Vergebung Allahs will, so soll er aufstehen. So, o Diener Allahs, erziehst du deine Seele. Die Seele will nicht spenden. Du hörst einen Aufruf an deine Geschwister, dass gespendet wird für Burma und für die anderen. Möge Allah Azzawajal unseren Geschwistern auf der ganzen Welt einen Ausweg verschaffen. Und möge Allah Azzawajal die Ungerechten in der Dunya und in der Akhira erniedrigen. Du hörst, es gibt einen Aufruf für deine Geschwister. Selbst wenn du nicht viel hast, so gebe. Denn deine Seele will nicht, dass du spendest, du aber spendest. Und wenn du die gesamte Zeit deine Seele so erziehst, höre, wie die Seele wird.
Allahu Akbar. Wir haben gesagt, wie ist die Seele ursprünglich? Sie will das Schlechte, das Böse gebieten. So wird dir die Seele mit der Zeit das Gute gebieten. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal sagt, لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Ich schwöre bei dem Tag der Auferstehung und ich schwöre bei einer jeden Seele, die sich tadelt. Was bedeutet eine Seele, die sich tadelt? Diese Seele kritisiert dich, wenn du Gutes und wenn du Schlechtes machst. Wie, subhanallah. Wenn ich Gutes und wenn ich Schlechtes mache, Abul Bara, du hast dich versprochen. Bei Allah, nein. Wenn du Gutes machst, du spendest für deine Geschwister 20 Euro, was sagt dir die Seele? Warum hast du nicht mehr gespendet? Sie kritisiert dich bei guten Taten. Du hast nur am Montag gefastet, am Donnerstag hast du gesagt, nee, heute will ich einen schönen Döner essen. Was sagt dir deine Seele? Du hättest auch am Donnerstag fasten sollen. Sie kritisiert dich bei guten Taten, dass du nicht mehr gemacht hast. Bereuen wir nicht Ramadan jedes Mal, dass wir nicht mehr vom Koran gelesen haben, ja oder nein? Bereuen wir nicht, dass wir noch mehr Laylatul Qadr gemacht haben? Das ist die gute Seele, die du erzogen hast, O Din Allahs. Und bei schlechten Taten ermahnt sie dich. Sie sagt dir, warum hast du das getan? Schäm dich vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Und das, liebe Geschwister, sollte uns dazu bringen, dass wir ab heute wieder fleißig werden mit den guten Taten. Denn ich sage es euch so, wie es ist, wenn wir aufhören, gute Taten zu machen, so ist der Weg nicht mehr weit entfernt, schlimmer zu werden wie in der Jahiliyyah. Möge Allah Azza wa Jal uns alle davor bewahren. Möge Allah Azza wa Jal uns nur mit einer guten Tat sterben lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns nur mit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sterben lassen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakallahu fiikum. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى هدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.